Hallo und herzlich willkommen bei mir auf dem Channel zu Staxel. Ja, wir spielen auch Staxel. Die ganze Welt spielt Staxel. Staxel, das scheint wohl irgendwie so ein neuer Trend zu sein. Und lange habe ich es auf dem Schirm gehabt. Habe es immer wieder in der Wunschliste gehabt, auch bei Steam. Und jetzt ist es endlich draußen. Und jetzt möchte ich natürlich auch endlich anfangen mit Staxel. Ich allerdings in der Hinsicht so viel wie das viele andere machen. Möchte kein Mehrspielerspiel spielen, sondern wirklich mein Einzelspielerspiel hier durchziehen, um das Spiel, sag mal, in seinen Facetten zu zeigen, wie es eben ist, wenn man eben auch alleine spielt. Ich finde, das ist so ein bisschen vernachlässigt worden in YouTube oder auch auf Twitch gerade, finde ich. Viele haben immer so eben diese Mehrspielerspiele und das möchte ich eben nicht und das wollte ich jetzt vermeiden und jetzt suchen wir uns erstmal einen Charakter aus. Wir nehmen erstmal einen männlichen Charakter, denn wir sind männlich. Und ich hätte gerne natürlich einen Menschen, wobei so ein Elf vielleicht auch mal ganz interessant wäre. Persönlichkeiten, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was die Persönlichkeiten so wirklich ändern. Ich habe null Plan. Die Hautfarbe hätte ich gerne ein bisschen menschlicher. So, die Haare. Ich habe das Spiel natürlich schon mal kurz angetestet. Ist klar. Haben wir ganz kurz mal angetestet. Und Haare technisch, ja. Es gibt wenige Frisuren, die irgendwie dem ähneln, was mir so vorschwebt. Weiß ich nicht. Das sieht mir auch wieder zu. Ich weiß auch nicht. Kommt zwar an dem ran, was ich habe, ne? So wie ich jetzt aussehe. Mit diesen. Ich sag mal. Flat. Aber. Es ist nicht wirklich das dabei. Muss ich ehrlich sagen. Aber ich würde das gerne lassen. Ich würde die gerne lassen, einfach kommen. Wir lassen das. Wir nehmen die. Und Augen. Da muss ich persönlich sagen, fand ich die eigentlich mit am besten. Die waren mir ganz angenehm. T-Shirts. Nehmen wir das. Und natürlich in Rot. Die Hosi. Nehmen wir in Schwarz. Genauso wie diese Schuhe in Rot. Dann passt das wieder klassisch zum T-Shirt. Und wir sehen jugendlich sportlich aus. Was wir leider nicht mehr sind. Ja, vielleicht kriegen wir das hin, irgendwann mal wieder jugendlich sportlich zu sein. So, die ganze Tastensteuerung, denke ich, brauche ich keinen mehr zu erklären. Beziehungsweise, wir wären, da ist Maximilian, den brauchen wir später mal. Ja, wir gehen erstmal zu Farm Friend. Ein neues Gesicht, das sieht man hier selten. Du musst Cortax sein. Im Namen aller Einwohner in Staxel, willkommen. Ich bin übrigens Farm Fan. Ich wurde geschickt, um dir den Einstieg zu erleichtern. Stimmt das? Du willst die alte Farm übernehmen? Um das Tutorial einfach mal mit abzuschließen und auch eben das Tutorial wirklich mal zu zeigen, machen wir, ja, das will ich. Hervorragend, dachte ich es mir doch. Du bist also bereit, etwas über das Farmleben zu lernen. Ich kann dir gerne das Dorf zeigen und deine Fähigkeiten beurteilen. Wir müssen ja sicher gehen, dass du weißt, was du tust. Und dann bekommst du deine Farmlizenz. Okay? Ja, was soll man sagen? Perfekt. Bin froh, das zu hören. Ich gebe dir erstmal eine kurze Führung durch die Stadt. Hallo Maximilian. Dann gehen wir zur Farm rüber. Ich hoffe, dass du dich schnell hier einlebst und zu Hause fühlst. Oh, wenn du dich verlaufen solltest, kannst du jederzeit auf die Karte schauen. Folge mir bitte. Durch das Fenster. Ja, und vor allem, sie hat immer noch den Dialog offen. So, Staxel ist immer noch im Early Access. Es ist jetzt auf Steam erhältlich. Das wissen wir ja ziemlich alle. Oder alle, die spielen, wissen natürlich. Allerdings eben, wie gesagt, immer noch in der Early Access. Und wow, ich denke, es wird noch viele Neuerungen geben. Und Alter, wie ihre Augen aussehen. Alter, wie Spinnennetze da in den Gläsern. Ohne Brille würde mir die richtig Angst machen, die Frau. Alter, guck dir das mal an. Na gut, gucken wir mal. Das ist das örtliche Gasthaus. Hier kann man den Tag nach getaner Arbeit schön ausklingen lassen. Rowan, der Besitzer, kennt so gut wie jedes Gerücht im Ort. Du kannst ja kurz mal reingehen. Ich glaube, er hat was für dich. Ich warte hier auf dich. Und wehe nicht, Fräulein, wehe nicht. So, wir gehen mal gucken, was Rowan, der alte Kannibale, für uns hat. Ah, ich denke nicht, dass ich dich ja schon mal gesehen habe. Bist wohl neu in der Stadt, was? Ich bin mir sicher, dass du hier gut reinpasst.
Hier, das geht aufs Haus. Und wir bekommen Bechersaft. Betrachte es als Willkommensgeschenk. Ich hoffe, dich hier ab und zu mal zu sehen. Auch wenn ich nicht glaube, dass du dafür viel Zeit haben wirst. Übrigens, das klingt vielleicht jetzt etwas komisch, aber gibt es irgendein Tier, das du besonders magst? Ganz ehrlich, ich muss wirklich sagen, ich mag Hunde. Ich mag wirklich Hunde, sind mir die allerliebsten. Persönlich haben tue ich eine Katze. Und von daher würde ich natürlich auch meinem kleinen Bommel gerne eine Chance geben und sagen, Katzen sind extrem süß und sind so auch wirklich. Ach, was für ein Glück du doch hast. Neulich kam ein Händler hier vorbei und beim Sohn der Schwester der Freundin seiner Tante gab's Nachwuchs. Wenn du wiederkommst, nachdem du mit Farmfan fertig bist, könnte ich ein Junges für dich haben. Viel Glück und vielleicht sehen wir uns mal auf Toilette. Nein. Eventuell. Nein. Nein. So, Farmfan. Können wir weiter? Ja, machen wir uns auf den Weg. Als nächstes schauen wir im Supermarkt vorbei. Folge mir. Ja, lauf mal bitte. Hallo? Habe ich gerade... Also ich will jetzt nicht, dass das falsch klingt, aber habe ich gerade in ihr festgesteckt oder so? Hatte sie vielleicht einen kleinen Krampfi? Huch. Also jetzt war ich wirklich in ihr drin. Nicht so dicht gehen, sonst... Im Supermarkt werden Dinge verkauft, die du täglich brauchen wirst. Hier gibt es Tierfutter, Saatgut, Werkzeuge und andere praktische Sachen. Während du damit beschäftigt warst, mit Rowan zu plaudern, war ich drüben bei den Händlern. Ich denke, die wollte auf uns warten. Ganz ehrlich. Was bist du für eine? Du wolltest warten! Sie sind auf der anderen Seite des Marktplatzes. Sie verkaufen nicht nur Waren, sondern kaufen sie auch an. Du musst das gewünschte Item nur auf den Verkaufsplatz legen und anklicken. Diese Samen werden dir gewiss noch nützlich sein. Um sie überhaupt zu nutzen, müssen wir aber erstmal zu deiner Farm zurück. Der perfekte Zeitpunkt, um sich den Weg zur Farm und zurück zu merken. Hier lang. Hallo? Gott sei Dank kennt man das ja schon. Und ja, wir schleichen mal hinter ihr her. Oh Gott. Und wir sind gespannt, wie natürlich unsere Farm aussieht. Traurigerweise weiß ich das schon. Ich weiß es schon. Hallo? Farmfan? Bitte nicht immer so festbacken. Das wäre ganz toll. Aber das kann natürlich auch an einer Mod liegen. Ich habe mir erlaubt, auch eine Mod mit zu installieren. Und zwar ein... Hallo? Ein Rasensprenger. Die Welt sieht anders aus. Sehr cool. Die Welt wird random generiert. Das ist ja geil. Krieg jetzt erst mit. Das gefällt mir natürlich supi. Muss ich ehrlich sagen, das gefällt mir richtig gut, dass die Welt random generiert wird. Auch wenn es nur eine Insel ist, aber trotzdem finde ich das doch sehr schön, muss ich ehrlich sagen. Ja, jedenfalls, was ich sagen wollte, ich habe mir erlaubt, eine Mod zu installieren, und zwar einen Rasensprenger oder generell einen Gartensprenger, der uns das eben erlaubt, unsere Felder, wir können ja mal jetzt hier rüber gehen, bevor wir hier mit Farmfan quatschen, der uns erlaubt, hier einfach nicht mit der Gießkanne lang zu rennen, sondern auch, wie soll ich sagen, eben Gartensprenger aufzustellen, die uns die Arbeit ein bisschen erleichtern. Wir werden allerdings mal ganz kurz im Supermarkt, weil angeblich sollen diese Rasensprenger denn im Supermarkt erhältlich sein. Und die würde ich natürlich... Da ist die Markthalle, da ist der Supermarkt. Und letztens war nämlich hier in die Richtung meine Farm. Deswegen sage ich ja, das wird anscheinend doch random generiert. Jetzt müssen wir bloß mal gucken... Also entweder im Verkaufsstand stand in der Mod-Beschreibung drin, oder... Kennt ihr das hier? Scharfschere? Nee, das ist die Gießkanne. Noch mehr Gießkanne. Scharfschere. Wo kann denn das Ding hier sein? Ich würde das gerne wenden. Rezept für Drachenfruchtkonfitüre, Alter. Also das Spiel wird uns jede Menge Spaß bereiten, auf jeden Fall. Zumal mir, denke ich mal, auf jeden Fall... Aus dem einfachen Grund, weil ich sowieso so ein Harvest Moon Fan war und
Es kommt an Harvest Moon ziemlich nah ran, finde ich. Beziehungsweise ist eben auch... Ach, hier könnten wir auch mal gucken. Ist auch sehr angelehnt an Minecraft. Eine Couch, eine Lampe. Bäh. Da haben wir einen Wecker noch. So, haben wir hier noch irgendwas? Hier mal verschiedene Materialien. Hier, au, Hühnerschild. Ein Hühnerstall für 700. Alter, wir können fertig einen Hühnerstall kaufen. Wie geil ist das denn? Für 700 Huhn in einer Kiste. 5000, Alter. Näpfe. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir ein bisschen Kleinkram. Könnte das eventuell hier sein? Klamotten, Schuhe, bla bla bla. Hier ist nichts weiter. Jetzt müssen wir mal gucken. Wo ist denn jetzt die andere Tante? Da hinten scheint es zu sein. Vielleicht gibt es da auch noch irgendwas. Ich hätte mir das eventuell mal merken sollen, wo diese Rasensprenger zu finden waren. Aber eigentlich möchte ich sagen, Heuballen. Ach, hier. Large Sprinkler, hier sind sie. Sprinkler. Und hier ist der kleine Small Sprinkler. Sehr schön. Okay, funktioniert. Supi, also ab zurück zur Farm. Und dann quatschen wir mal mit Farmfan, um das Tutorial in der Hinsicht auch mal abzuschließen. Rosemarie, die liest gerade ein Buch. Mit denen werden wir alle noch in Kontakt treten. Aber später. Ich möchte gerne erstmal das Tutorial fertig haben. So. Ding, 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 ding. Und da sind wir schon wieder. Und wie man sieht, natürlich wird immer alles noch generiert hier. Ich hoffe, es fängt sich irgendwie mal so im Laufe der Entwicklung des Spiels noch, dass es ein bisschen vielleicht schneller generiert wird oder so. Die Grafik finde ich an sich super. Die sieht wirklich in meinen Augen wirklich perfekt aus. Sollte sich nicht ändern, aber ein paar Kleinigkeiten könnte man doch machen, finde ich persönlich. Aber darauf kommen wir denn zu sprechen, wenn wir denn soweit sind. Beziehungsweise... wenn es uns denn betrifft. So, jetzt quatschen wir erstmal weiter mit Farmfan. Hier sind wir, dein neues Zuhause. Auf den ersten Blick vielleicht etwas abschreckend, aber du wirst dich schon einlieben. Du bist etwas außerhalb des Dorfes, verglichen mit uns anderen. Hoffentlich wird dein Haustier dich vor der Einsamkeit schützen, sobald es da ist. Ja, wer weiß, wann es kommt. Falls nicht, komm einfach zu uns, die... Entschuldigung. Falls nicht, komm einfach zu uns die Straße runter. Wir plaudern gerne. Wir sollten uns wohl mal die Felder ansehen. Folge mir bitte. Und wir folgen weiterhin Farmfriend. Boah, was für Felder, diese unendlichen Weiten. Mit der Hacke kannst du den Boden umgraben, um Samen einzupflanzen. Und wir kriegen eine Hacke, natürlich. Wenn du die Taste gedrückt hältst, kannst du die Hacke aufladen, um einen größeren Bereich umzugraben. Versuch's mal und pflanze ein paar Samen für mich. Falls du sie verloren hast, bekommst du welche bei den Händlern in der Stadt. So, natürlich haben wir hier Samen. Warte mal, da müsste ich gerne, würde ich gerne mal, das sind rote Beete Samen, dann würde ich für die 100, die wir haben, möchte ich gerne, oder lohnt sich, ach scheiße, komm, für ein Tutorial lohnt sich das nicht. Wir nehmen die Hacke und hauen jetzt hier einfach mal, zack, so ein Feld drin. Und wir pflanzen die, ja, Entschuldigung, falsch, ich muss mir erst wieder an die Steuerung gewöhnen, ein bisschen. Wie gesagt, ich habe das zwar schon angetestet, aber eben die Steuerung ist doch ungewohnt. Ein bisschen anders als Minecraft, aber ähnlich. So, Samen sind gepflanzt. Gut gemacht. Hier ist eine kleine Belohnung für deine gute Arbeit. Eine Gießkanne und 200 Blütenblätter, sehr schön. Du kannst die Gießkanne benutzen, um deine Pflanzen zu bewässern. Wenn du deine Pflanzen nicht täglich gießt, vertrocknen sie und sehen so aus wie ich, verschrumpelt und einsam. Vertrocknete Pflanzen wachsen nicht. Los geht's. Versuch's einmal. Wir versuchen mal die Pflanzen zu gießen. Wie geht denn das? Wie geht denn das? Platsch. Erfolg freigeschalten. Gieße eine Pflanze. So, dann schnacken wir mit ihr nochmal. Sieht so aus, als ob du es langsam in den Griff kriegst. Ja, war nicht unbedingt schwer, jetzt hier mal so einen Samen hinzuschmeißen und eine... Ja, egal. Hier eine weitere Belohnung. Och, das ist nett. Du hältst 200 Blütenblätter, sehr schön. Ich glaube, es wird einige Zeit brauchen, bis sie wächst. Tatsächlich bekomme ich langsam etwas Durst. Ich bin so ausgetrocknet und dürr wie deine Pflanzen, wenn du sie nicht gießt. Kannst du diese Notiz an Rowan überbringen und mir etwas zu trinken holen?
Vielleicht hat er ja sogar ein paar Aufgaben für dich. Wer weiß, wer weiß. Ich warte dann hier auf deine Rückkehr. Ja, das ist sehr nett, dass du mich hier jetzt von Anfang an schon stalken willst. Ich habe ein wenig Angst. Ja, tschüss. Auf Wiedersehen. Gut. Jemana Rowan, bring ihm den Brief. Und dann sind wir ja mal gespannt. Und wie das hier alles... Hallo? Das hier alles aufploppt. Das ist eigentlich... Sollten wir vielleicht mal stehen bleiben ein bisschen? Nur ein bisschen. Da drüben ist Rowan. Der alte Kannibale. Ist hier so ein Riesenhaus, Junge. Guten Tag, Rowan. Mach's gut, Cortex. Ist diese Notiz für mich? Farmfren hatte ich also schon wieder geschickt. Um ihr mehr Saft zu holen, was? Sie trinkt viel zu viel davon. Wie wäre es damit? Du hilfst mir bei ein paar Besorgungen und ich werde sehen, was ich tun kann. Nichts Großartiges oder so. Bring das einfach zu Live im Gemischtwaren an. Er weiß schon, was ich brauche. Es ist eine Bestellung, auf die ich jetzt schon fast eine Woche warte. Wie du vielleicht siehst, bin ich einfach zu beschäftigt, um das Gasthaus unbeaufsichtigt zu lassen. Ja, könntest du denn vielleicht mal mit mir... Nein. Ich hole gerne dein Paket, aber nein. Vor allem, wie beschäftigt er ist. Sie liest ein Buch, weißt du? Und das war's. Und da oben waren Spinnenweben, halt gerade gesehen. Also, ab zum Gemischtwarenladen. Haben wir erstmal eine Menge zu tun hier. Hallo, Live. Na du? Ich betreibe das hiesige Geschäft. Es heißt Live. Das Geschäft oder du? Wer heißt hier Live? Eigentlich du doch. Aber ist schön, in der dritten Person über sich selber zu reden. Komm mal vorbei. Oh, also hat Rowan dich endlich jemand geschickt, der seine Bestellung abholt? Er hat sich ja ganz lange Zeit gelassen dafür. Was es auch ist, es riecht langsam komisch und ich bin froh, wenn es endlich los bin. Übrigens Glückwunsch zu deinem neuen Haustier. Was für ein Haustier? Muss schön sein, solch einen guten Kameraden zu haben. Hier draußen kann es ziemlich einsam werden. Du siehst verwirrt aus. Naja, ist ja auch egal. Ich habe auch was für dich. Futter und Tierfutter, dankeschön. Das wird definitiv nützlich für dich sein, jetzt wo du dein Haustier hast. Ich hab noch kein Haustier. Ich hab kein Haustier. Ich bin allein auf dieser Welt. Wir verkaufen hier lauter praktisches Zeug. Schau dich ruhig jederzeit um und kauf, was du gerade brauchst. Aber sorg jetzt erstmal dafür, dass dieses Paket von hier verschwindet. Lange halte ich den Geruch nicht mehr aus. Okay. Wir bringen das, was auch immer, stinkende Paket unseren alten Kannibalen. Hallo, oh, Entschuldigung. Ich wollte dir jetzt nicht auf den Tresen tanzen. Hallo, Rowan. Ah, dieses überwältigende Aroma. Du hast mein Päckchen. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich darauf gefreut habe. Der einnehmende Geduft und diese unvergleichbare Aromen. Du willst wissen, was in dem Paket ist? Es ist ein spezieller fermentierter Fisch. Es gibt da draußen nur wenige Inseln, die so ein Schätzchen produzieren. Also kommt man auch entsprechend wer wart? Ich denke mal ran oder so. Ich finde es toll, Live zu necken, indem ich ihn in den Laden in dir verlasse. Aber genug davon. Ich kann mir gut vorstellen, dass du nichts anderes willst, als dein Tierchen zu sehen. Habe ich dir das noch nicht erzählt? Ich habe dein Haustier bereits rüber zur Farm geschickt. Ach so, Farmfriend, Entschuldigung. Und das da ist nur ein Zettel mit ein paar Anweisungen für Farmfriend. Bitte gib ihn ihr von mir. Und vergiss den Saft, den sie wollte. Ich habe ihn ihr bereits zukommen lassen. Nun beeil dich, Lieber, und begrüße deinen neuen Gefährten. Denke daran, du
bist hier jederzeit willkommen und auch bei mir auf Toilette. Abends ist hier meistens mehr los, also kommen auch mehr Leute zu mir auf die Toilette. Du solltest jedoch nicht zu lange draußen bleiben. Es ist immer noch am besten, nachts im eigenen Bett zu schlafen. Vielen Dank, Rowan, für den Tipp und ich würde sagen, ja, tschüss. Oh Gott. Rowan, der alte Halunke. So, wir könnten eigentlich mal hier schräg rüber. Was ist denn das hier? Was ist das? Was ist das? Könnte das eine Stadterweiterung werden oder so? Bin gespannt, ganz ehrlich. Von hier ist auch so ein Umkreis. Ich bin gespannt, was wir da hinzimmern können. So, gehen wir mal zu Farm Friend. Oder bin ich mal gespannt, was die... Alter, die Brille, Alter. Das passt aber gut zu ihrem T-Shirt, muss ich ehrlich sagen. Alter. Und wo ist mein Saft? Du hast keinen? Rowan meint, er hätte sich um alles gekümmert. Oh, übrigens ist der Brief für mich? Zeig mal her. Also er muss ja nicht gleich so direkt werden. Naja, dann wohl kein Saft. Zum Glück bin ich eine herzensgute Person, ansonsten hätte ich dein Tier jetzt behalten. Balto. Aber er muss ja Futter geben und dich darum kümmern und bla bla bla, ne? Ja, bitte sehr. Ich sollte dir am besten auch noch beibringen, wie man die Tierhütte platziert. Hammer. Ein Hammer wäre schon... Achso, Entschuldigung. Ein Hammer wäre schon mal nützlich, falls du noch was ändern willst. Du kannst die Tierhütte ähnlich wie ein Werkzeug benutzen. Wenn du die Taste gedrückt hältst, kannst du die Hütte nach Belieben drehen. Na los, versuch's einmal. Wir versuchen... Kann ich die auch hinstellen? Ich meine, ich würde die ja natürlich gerne hier drauf... Warte mal. Kann das... Hä? Ach so. Ach. Nickte. Du brauchst einen Hammer, oder? Ach so. Alles klar. Sehr schön, haben wir ja. Können wir das mal hier wegkloppen. Ich würde hier nämlich gerne... Huch. Hier nämlich gerne die Hütte hinstellen. Oder diesen... Das Ding. Flupp. So. Hütte. Platzieren. Oh Gott. Alter, was ist denn das für eine große Katze? Großes Katze. Die würde ich trotzdem gerne hier hinstellen. So. Cat. Die Katze heißt... Alter, was ist mit der Katze los? Alter, was hatten die für Augen? Alter, wie krass. Boah, heftig. Ich überlege gerade, wir schwatzen mal erstmal mit ihr hier. Ah, gut gemacht. Bist du sicher, dass dir diese Ausrichtung gefällt? Vergiss nicht, du kannst jederzeit den Hammer benutzen. Das Tier wird dann sicher verwahrt, bis du die Hütte wieder aufstellst. Wenn du die Taste beim Platzieren gedrückt hältst, kannst du die Ausrichtung bestimmen. Ja, wissen wir ja. Dein Haustier wird übrigens ziemlich schnell hungrig. Es wäre wohl eine gute Idee, einen Vorrat an Tierfutter anzulegen. Im Supermarkt wird vieles verkauft, was du im Alltag brauchen wirst. Ich würde da mal nachschauen. Erstmal kannst du deinen neuen Futternapf platzieren und mit Futter anfüllen. Kommst du mir, wenn du fertig bist. Ja, machen wir. Allerdings würde ich erstmal... Ist das richtig hier? Namensformular, genau. Umbenennen. So, und die würde ich natürlich... Natürlich... So, dann ist das ab heute Bommel, auch wenn Bommel ein bisschen... Hallo, kannst du mal auf ihn... Hallo. Also Bommel hat ein bisschen mehr Weiß, sagen wir mal so. Sieht ähnlich aus, ist auch grau getigert, aber hat ein bisschen mehr Weiß so in der Schnauze und am Bauch und bla bla bla. Gut, egal, ihr noch geschwatzt. Ich würde sagen, wir platzieren mal den da. Eigentlich wäre das doch neben der Tür ideal. Komm da hin. Und ein bisschen Futter drin. Achso. Habe ich noch Futter? Nee. No. Alter Fressack. Ist genau wie... Das ist Bommel, wie er lebt und lebt. Wirklich. Jo. Jo. So. Großartig. Das Futter sollte für eine Weile reichen.
Ich habe es langsam satt, auf die Ernte zu warten. Ich kann mir vorstellen, dass du dich mein Gesicht lang... Entschuldigung. Ich kann mir vorstellen, dass dich mein Gesicht langsam nervt. Ja, von Anfang an schon. Tut mir leid. Ganz ehrlich. Also, nüsch gegen Brillenträger. Ich habe viele Frauen, ja... Na, was heißt viele? Viele ist ja falsch. Man hat so seine Beziehungen gehabt und da waren natürlich auch welche mit Brille dabei und die waren alle liebenswert und muss ehrlich sagen, über keine meiner Partnerinnen, die ich hatte, auch wenn nicht so viele waren, wie vielleicht viele denken oder meinen oder wie auch immer, ich bin jeder Einzelnen für alles eigentlich irgendwo auch dankbar, für jeden Schritt, den sie mit mir gegangen sind, beziehungsweise eben auch, ja, für alles, was ich daraus lernen durfte. Muss ich so wirklich sagen. Ist so. Ja. Siehst du den Krug mit Wasser, den ich dir gegeben habe? Das ist kein normales Waldtuchswasser. Magisches Wasser lässt deine Pflanzen sofort wachsen. Cool, oder? Einige Händler verkaufen es vielleicht, also achte darauf. Es ist allerdings ziemlich selten und sehr, 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 sehr teuer. Gieß es über die Pflanze, die du gerade gepflanzt hast und ernte sie. Machen wir. Wir haben ja bis jetzt noch nicht so wirklich viel, aber schon ein bisschen Blütenkohle, wie auch immer. So, bewässern. Flump. Ein Wunder. Und wir bekommen ein Radieschen. Nein, eine Rübe. Och, Bommel, alter Bommel. Ich sag ja, es ist Bommel, wie er lebt und lebt, wirklich. Ja, du alter Stinker. Huch, Entschuldigung. Du hast es geschafft. Gar nicht mal so schwer, oder? Jetzt ist es an der Zeit, dir das Registrierungsformular für deine Farm zu geben. Los, 400 Blüten. Geh damit so schnell wie möglich zum Rathaus, um dich bei Max zu registrieren. Im Gegenzug erhältst du ein Spezialpaket für einen guten Start für deine Farm. Was mich angeht, sollte ich dir so langsam mal aus dem Weg gehen. Du kannst mich jederzeit in der Stadt finden. Wenn du mal Lust hast auf andere Aktivitäten. Ja, viel Erfolg. Bis dahin. Tschüss, Farmfriend. Ja. Oh, oh, guck mir an, der kleine Bummel. Der kleine Bummel. Hier, der kleine Bummel. Komm her. Oh, du alter Scheißer, du. Na gut, dann werden wir mal unsere Farmlizenz holen. Ich hoffe mal, der Knüppel ist noch im Rathaus drinne. Und der muss ja einen Spül nachladen, Alter. So. Hallo, 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 hallo. Höre hier irgendwas laufen. Hallo? Jemand zu Hause? Hier ist keiner. Moment. Maximilian, wo ist er denn? Ding, 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 der ist da. Da müssen wir hin. Ding, 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 ding. So, nochmal ganz kurz auf der Map gucken. Okay, der kommt uns entgegen. Der geht Richtung Dings hier, Richtung Markt. Da ist er, da ist er, da ist er, der Sack. Wie gesagt, ich habe den Anfang schon mal gespielt, deswegen weiß ich auch so ungefähr, wie die Leute ein bisschen aussehen. Und jetzt schnacken wir ihm erstmal an. Hallo? Jetzt, wo ich drüber nachdenke, habe ich mich ja noch gar nicht richtig vorgestellt. Ich bin der Bürgermeister dieser kleinen Stadt. Ja. Oh, ist das deine Farmregistrierungsschreiben? Sehr schön. Ich werde es zu den Akten legen. Im Gegenzug erhältst du deine Lizenz und ein paar sehr praktische Dinge. Möchtest du das Registrierungsformular abgeben? Meine andere Wahl. Ja, bitte. Hervorragend. Hier ist deine Lizenz. Wir haben auch einige zusätzliche Dinge für dich. Ja. Oh, Alter. Schaufel, Holzplanken, Huhn in der Kiste. Sehr toll. Wir alle hoffen, dass du der Farm neues Leben einhauchen kannst. Jetzt, wo du die lizenzierte Farmer bist, können wir uns endlich um diese verirrten Rinder kümmern.
Bevor das aber möglich ist, musst du erstmal eine Scheune bauen. Bin mir nicht sicher, ob ich qualifiziert genug dazu bin, dir diese Dinge beizubringen. Ich schlag vor, du triffst dich mit Alicia. Sie wird dir mit allem behilflich sein, was du brauchst, und ich auch, wenn du es willst. Du findest sie wahrscheinlich beim Handwerkerladen her, der kein Schwein weiß, wo er ist. Falls nicht, dann wird dir deine Karte dabei helfen, sie zu finden. Komm danach zu mir und mir und wir besorgen dir ein paar Kühe. Ja, Alicia. Es wäre schön, wenn er natürlich dann auch anzeigen würde, die Namen so, ne? So ein bisschen, aber ich glaube, wir müssen darüber. Also hinterm, eigentlich bei uns direkt in der Nähe von der Farm. Wäre natürlich. Ach nee, da drüben ist er. Da drüben ist mein. Können doch auch so, ne? Genau. Dann flitzen wir mal so ins rüber. Flum, 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 flum. So, und wieder zurück. Und dann sind wir schon da. Juhu, hallo Alicia. Du bist die Frau, die ich sehen möchte. Hey, könntest du mir. Es gab ja nicht so viele Stimmen, Mensch. Hey. Wie machen wir denn die? Hey, nee. Hey, könntest... Ach, jetzt lese ich das erst, wie geil. Hey, könntest du mir mal zur Hilfe gehen, hä? Bin nicht sicher, ob ich dich... Alter, bin mir nicht sicher, ob ich dich hier schon mal gesehen hab. Würd dir eher das Hand schütteln, aber ich bezweifle, dass du das zu füllen hast. Der Name ist Alicia. Machen wir einfach so. Falls die Hilfe was... Wenn was technisch du brauchst, sagst du einfach Bescheid, wa? Ist das da etwa dein Formular, Farmlizenz? Ja, triff mich mal. Ja, tritt mir doch einer, ein Pferd da, Mann da, Alter. Da hat der olle Maximilian dich doch wohl gegen die Scheune geschickt, wa? Da ist zwar ein ganzes Stück Arbeit, aber ja, dann hier wüsste ich wenigstens an der Arbeit hier. Scheunenschild, gut. Siehst du, da ist eine Markierung, die dir zeigt, welches Land zur Scheune gehört. Die kriegst du in allen Formen und Größen und die kleine Briefkästchen gleiche Geschichte. Hau es einfach in den Boden und pass auf, dass du das richtig umdrehst. Dann kannst du ja nicht falsch machen. Kannst du erst halt einen Blick drauf werfen, wenn du mal nicht weißt, was du brauchst. Jawoll, jo. Vergiss das ja nicht. Das Scheunenschild-Ding baut sich nicht von dir selbst. Da musst du dir wohl mal den Finger dreckig machen, wa? Du musst dir einen schönen Baum fürs Holz kacken. Du suchst dir einen schönen Baum fürs Holz, hackst den in kleine Blöcke und stapelst sie aufeinander. Sonst kommst du zu mir in den Handwerkerladen und ich verschwärbel dir die Blöcke. Andere Teile können aber schwer zu besorgen sein. Und jetzt mach dich ab, find ein schönes Plätzchen für die Scheune und verlierst das Holz, nicht wahr? Hier hast du noch eine schöne Axt dabei, wird dir helfen, wenn du das Holz in den Händen hast. Zeig ich dir, was du noch daraus Schönes machen kannst. Vielen lieben Dank, Fliese. Und es wird dunkel. So langsam sollte man mal drüber nachdenken. Wo ist denn jetzt meine Farm, Alter? Farm ist in die Richtung. Ding, 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 ding. Ja, schön stecken geblieben zwischen der Laterne, Alter. Super. So. Ja, ein bisschen schneller könnte das hier alles ein bisschen aufploppen, finde ich. Mal sehen, ob wir vielleicht da in der Einstellung noch ein bisschen was ändern oder so. Mal schauen. Och, Bommel. Och, Bommelchen. Jo. Och, Bommelchen. Kleine Meo. So, wir könnten, was viele sicherlich machen, hier jetzt gleich die erste Farm hinschmeißen. Aber eigentlich würde ich dieses Stückchen hier mit den Zäunen schon mal lassen. Eventuell so ja abreißen. Für ihr wisst ja. Für einen Hühnerstall. Wir müssen sowieso mal sortieren. Oh, Sterngelee haben wir gesammelt, sehr schön. So, erstmal ja alles wegreißen. Ganzen Rotz, können wir das? Nee. Ich denke mal, wir müssen sowieso noch ein paar Sachen kaufen. So, wo haben wir denn das Farmschild? Haben wir ja nicht im. Da ist es. Nehmen wir das Huhn raus. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Ich hätte nicht unbedingt so.
Meine ich vielleicht so ja. Wir haben noch eine Axt gekriegt, ne? Wo ist er denn? Da ist der Hammer. Wir haben noch eine Axt gekriegt, komm. Den Stein schmeißen wir mal raus. Würde ich jetzt gerne. Rump. Ich mag das. Da liegt doch noch was. Noch mehr? Nö. Hier ist noch ein bisschen was. So, und wenn wir jetzt sagen, das Farmschild. Würde das ja gerne eigentlich so kombinieren. Dann machen wir da den Freigang und machen hier doch die Farm. So müsste die eigentlich passen, wa? So. Pump. Ja. Das sieht gut aus. Dann können wir hier nämlich dieses Stück noch als Freilauf vielleicht lassen oder so. Und im Moment wird es aber gerade dunkel. Von daher würde ich sagen, Bommel, wie sieht aus mit Pennen? Komm wir hin, Pennen. Komm, Bommel, komm. Neuer Heimatpunkt gesetzt. Drücke Leertaste, um das Bett zu verlassen. Aber jetzt warten wir erstmal, bis der Tag vorbei ist. Und in der Zwischenzeit können wir mal ein Schlückchen trinken.